Petra, ich sage dir, ich filme dich. Ist es arschgrün? Ja, richtig schön grün ist es. Also sie ist ja grün. Ja, ja, passt. Dann die grünen Augen dann dazu, passt schon. Sehen Sie die Rezeption vom Hilton Airport. Hier ist die Bar. Hier vorne der Eingang. Und das ist der gläserne Aufzug. Einfach nur schön. Das machen wir nochmal. Ja, nein, es muss irgendwann mal losgehen. Und ich habe festgestellt, ob Las Vegas oder irgendwo, egal in welchem Land der Erde man auftritt, wenn die Leute hören, man ist Zauberkünstler vom Beruf, dann gibt es immer zwei Fragen. Die sagen immer, ach, Zauberkünstler, aha, ja, was machen Sie so tagsüber? Das ist so das eine. Und die andere Frage ist, ach, Sie sind Zauberkünstler, ja, aber kann man davon leben? Ja? Und ich will gar nicht so viele Worte verlieren, aber ich glaube, das erste kleine Kunststück, was ich Ihnen heute zeigen möchte, das kann beide Fragen schon ziemlich gut beantworten. Braucht gar nicht viel dafür, nur so ein Stück Papier, zum Beispiel 10 Euro. Und das Ganze findet an den Fingerspitzen statt, in Zeitlupe. Viel Spaß. Schön.
jetzt wissen Sie, was ich tagsüber so mache? Ja, genau. Und ja, man kann davon leben. Das ist toll. Das ist eigentlich mein Lieblingskunststück. Also wirklich, manchmal, wenn ich nicht engagiert bin, dann sitze ich zu Hause, ne? Und falte Geld. Also das ist immer spitze, kann ich nur empfehlen. Genau. Und das Gute ist, es geht auch mit jedem Zehner. Ja? Also einfach nehmen, klein zusammenfalten. Ich weiß nicht, hat einer einen Zehner da? Vorbereitet? Nee? Vielleicht hier? Ja, schauen Sie rein. Ein unsichtbarer Stift darf ich Ihnen mal geben. Aus Las Vegas. Wenn Sie einfach mal groß Ihren Vornamen auf den Schein schreiben würden. Ganz groß. Nee, Rainer, darf ich noch mal den Stift ganz kurz? Weil das ist wichtig, man muss vor dem Schreiben, Rainer, immer erst die Kappe abmachen. Schauen Sie, sonst ist das ein Schreiber. Ja, ganz einfach. Probieren Sie noch mal. Einfach mal richtig ganz groß drüber. Ja. Das heißt jetzt aber, auf diese Art ist der Geldschein von Rainer jetzt unverwechselbar. Das ist also ein Unikat, den kann man nicht mehr aus... Haben Sie das wirklich draufgeschrieben? Oder? Also, das war bei mir so ein kleiner Scherz. Das macht ja nichts. Darf ich mal sehen? Mal schauen. Oh ja, okay, das ist aber nicht schlecht. Das kann man jetzt, glaube ich, wirklich bis hinten erkennen. Rainer? Okay. Rainer, streng genommen, ich hoffe, es ist keiner jetzt hier, aber also auf Geldscheine so draufschreiben, das ist illegal. Ja, eigentlich. Ja, das ist wirklich, ja. Also, ich meine, ist ja egal, steht ja drauf, wer es war. Ja, kann man deutlich erkennen. Also, ich frage mich nur, ob der Tritt jetzt noch so klappt. Ich probiere es nochmal. Rainer, ich mache das so Schritt für Schritt, dann können Sie es nachverfolgen. Man faltet das Geld einmal in der Hälfte. Ja, also 10 Euro an den Fingerspitzen zur Mitte. Die Mitte gefaltet. Jetzt sind es noch 5 Euro, Rainer, quasi. Ja, das ist wie in Vegas, man muss erstmal investieren, das ist klar. Ja. Dann nochmal in der Mitte, dann haben wir hier 2,50. Sie kennen den Trick schon, merke ich. Ne? Schon genau, 2,50 Euro, man kann es sehen. Noch einmal in der Mitte ist es 1,25 Euro. Und wenn man es noch ein letztes Mal in der Mitte faltet, dann ist es... Dann wird immer weniger. Ja, egal. Und wenn man schnippst... Ja, das sieht hier ganz gut aus. Genau, da Mac fängt es an. Schauen Sie rein, dann verändert sich das Material so ein bisschen. Man kann es schon erkennen. Ja, genau. Es klappt beide. Ne, Moment, wobei das jetzt dann kein 100er. Was ist das? Ah, nee, ich sehe gerade. Oh, sehr toll. Super. Rainer, meine Damen und Herren, eine Spendenquittung über 10 Euro. Ja, und ich merke auch schon, Rainer, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen rumgeguckt und den anderen, ne, Rainer, den hat es total Spaß gemacht. Und freuen sich, wie ein Mensch, der Rainer, ja. So viele Menschen glücklich machen für 10 Euro, das musste erstmal. Ja, und hier würde ich sagen, kam gut. Hilfsmittel, weißt du, wie so ein Zauberstab eigentlich. Schauen Sie mal. Und Rainer, schauen Sie, weil man unten so ein bisschen warm macht, einfach so, dann, ja, zack. Rainer, weg! Ne? So schnell kann es gehen, das Problem haben wir gelöst. Nochmal Applaus für Rainer, herzlichen Dank. Ja, so. Spitzentrick. Ja. Ah. Ja, wir kommen zur nächsten Nummer. Wir gucken mal, Rainer, vielleicht kriegen wir es noch geklärt. Aber nee, ganz kurz, das muss ich wirklich mal erzählen. Denn es ist so, es gibt in der Zauberkunst gibt es verschiedene Sparten, verschiedene Disziplinen. Das ist wie beim Sport. Ne? Zauberer ist nicht gleich Zauberkünstler. Und eine der Sparten, das ist die sogenannte Mentalmagie. Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, ist gerade sehr populär. Da geht es dann weniger um Fingerfertigkeit und Ablenkung und solche Dinge, sondern es geht um den Geist gewissermaßen. Das ist so das, was man so gemeinhin unter Gedankenlesen versteht. Und manchmal ist es gar nicht so schwierig, von wildfremden Menschen die Gedanken zu lesen. Ne? Genau zu wissen, was jemand denkt, den man vielleicht noch gar nicht so lange kennt. Also Rainer zum Beispiel, ne? Ja, so, ist gar nicht so schwer, so labernett was mit meinem Geld. Ne? So in der Art, da spüre ich so Schwingung. Aber ich würde gerne schon weitergehen. Das mal ein bisschen unter Testbedingungen sozusagen heute mit Ihnen ausprobieren. Und dafür habe ich hier Literatur dabei. Es sind ein paar Bücher, so quer durch die Genres durch, jedes mehrere 10.000 Worte. Hier ist, genau, Arthur Conan Doyle natürlich ein Sherlock-Holmes-Roman, der Hund von Baskerville. Sherlock Holmes ist ja auch jemand, der quasi Gedanken lesen kann, eine Romanfigur natürlich, aber hier Terry Pratchett für die Fantasy-Freunde, sind bestimmt welche da, ne? Die Discworld-Novels, ist was von ihm dabei. Da habe ich eine Kurzgeschichtensammlung von Haruki Murakami, ein japanischer Autor. Habe ich wegen des Titels genommen. Mal gucken, mal hier, der Elefant verschwindet. Super, ne? So Las Vegas. Ich glaube, das passt. Und hier ist noch so ein bisschen was Hessisches. Also Hermann Hesse. Und genau, einfach so quer durch. Und ich versuche jetzt auf etwas besondere Art vielleicht gedanklich mit dem einen oder anderen von Ihnen ein wenig Kontakt aufzunehmen. Eine kleine Bitte habe ich, also wenn Sie irgendwas haben, was niemand erfahren soll, dann denken Sie so in den nächsten 10 Minuten einfach mal an was anderes. Schau einfach mal. So,
Ich gucke einfach mal so hier rüber zum Beispiel. Hallo, die Dame, hallo. Sie haben gelächelt, zack, zu spät. Ja? Für Sie einmal der Hund von Baskerville. Das passt auch so ein bisschen zu der Knochenkette schon. Das ist super hervorragend. Ja. Hier haben wir ein bisschen Terry Pratchett. Der Herr, darf ich Ihnen in die Hand drücken einmal? Wenn Sie ein Buch haben, dann schauen Sie, ob das mit dem Lesen bei dem Licht einigermaßen geht. Ich glaube, es ist hell genug. Ist zum Teil ein bisschen klein geschrieben, aber schauen Sie mal. Vielleicht die Dame, wenn Sie auch. Genau, machen wir es so. Das ist Fair Fantasy und so, dann irgendwie finde ich das. Und vielleicht die Dame, darf ich Ihnen noch das Mikrofon geben? Weiß nicht, Nico, ist schon aufgehört, das ist prima. Dann verraten Sie uns einmal kurz Ihren Namen, ich bin Pitt und Sie sind? Ich bin Heidi. Hallo Heidi, super, ja, dann hallo. Sind Sie dieser Alm Öhi wahrscheinlich. Ja, nee, ich dachte, Sie würden, aber das passt auch. Heidi, wir machen das so, ich werde durch dieses Buch hier durchrauschen, dann sehen Sie unten die Seitenzahlen alle vorbeiflattern. Schauen Sie mal rein, da haben wir, was weiß ich, 35, 59, 75 und so weiter. Ne? Während ich das so mache, Heidi, sagen Sie doch einfach irgendwann Halt. Ja. Okay, dann haben wir eine Seite per Zufall bestimmt, wann Sie wollen. Können Sie ein bisschen Englisch? Weil es so Las Vegas und so. Pass auf, wir machen so, ich rausche durch und Sie sagen Stopp. Ja? Dann haben wir es. Das müssen wir, ja? Das schaffen wir. Probieren wir mal. Warte, was Sie wollen, Halt oder Stopp. Wollen Sie jetzt genau hier oder noch ein bisschen weiter? Genau hier. Genau die Seite? Ja, oder noch ein, zwei weiter? Nein, genau hier. Okay. Ja. Ihre Entscheidung. Könnten Sie sich die Seitenzahl gut einprägen? Einmal nicht sagen, ich will Sie gar nicht wissen. Der Herr auch, wenn Sie einmal einen Blick auf die Seitenzahl von Heidi werfen. Haben Sie schon gut erkannt? Und dann schlagen Sie doch Ihre Bücher mal auf dieser Seite auf. Haben wir ein bisschen den Zufall schon mal ins Spiel gebracht. Und wenn Sie diese Seite jetzt geöffnet haben, dann ist das natürlich eine Doppelseite. Aber Heidi, Sie haben die ausgewählt. Wollten Sie die linke oder die rechte Seite? Ich wollte die rechte. Die rechte. Dann nehmen wir die rechte. Dann würde ich Sie bitten, lesen Sie mal nur für sich auf der rechten Seite ganz oben nur die erste Zeile. Nur für sich. Muss gar kein vollständiger Satz sein, sonst dauert es zu lange. Nur die erste Zeile. Ja. Bei Ihnen auch vielleicht. Und dann merken Sie sich in dieser ersten Zeile ein gutes Wort. Vielleicht ein Hauptwort nach Möglichkeit, Heidi, wenn Sie da was finden, der Herr auch vielleicht, wenn das geht. Haben Sie was? Bei Ihnen auch? Dann schlagen Sie die Bücher einfach wieder zu. Wenn da mehrere Hauptworte sind, suchen Sie eins aus. Und haben Sie einen einzelnen Kopf? Ja, ja, ja. Das heißt, Sie haben jetzt beide ein Geheimnis. Aber es ist gesellschaftsfähig, hoffe ich. Ja, es sind neutrale Bücher. Alles gut. Das ist enough. Dann probieren wir das. Vielleicht, Heidi, können Sie einmal das Mikrofon weitergeben? Bitte? Und Ihr Name ist was? Lothar. Lothar. Richtig. Ja, das müsste klappen. Okay, dann probieren wir. Lothar, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich versuche ein bisschen was. Und zwar würde ich Sie bitten, stellen Sie sich mal vor, Sie wären heute Abend nicht hier im Hilton in Frankfurt, sondern Sie wären im Kino zum Beispiel. Aber auf der Kinoleinwand, da läuft kein Film, sondern da steht nur groß dieses Wort, an das Sie denken. Können Sie sich das vorstellen? Okay, das geht, glaube ich. Ich lege mich so mal ein bisschen fest und werfe mal so einen kleinen Blick rein. Okay, also könnte interessant werden jetzt, Lothar. Ich probiere es mal. Können Sie mal ein bisschen heranzoomen? Machen Sie den ersten Buchstaben von Ihrem gedachten Wort mal sehr groß und schicken das in Gedanken. Nee, nicht sprechen, nur denken. Danke, das war das B. Ich gucke mal weiter. Ein B wie Bert. Also können Sie ruhig bestätigen. Ich war mir jetzt relativ sicher, aber dass die anderen auch was davon haben. Das sieht ganz gut aus. Dann gucken wir mal nach dem nächsten. Das ist gar nicht so ein langes Wort. Ich habe jetzt gedacht, Sie hätten sich da was ganz Schwieriges ausgedacht. Okay, warten Sie mal, dann Bar. Nee, das A ist gar nicht da, das ist gleich das R. Nee, das gibt es noch nicht. Okay. Okay, dann geht es nochmal weiter. Ich mache es mal so, vielleicht, Rainer, können Sie schon mal ein bisschen reinschauen, weil Sie haben ja auch bezahlt dafür. Okay, also das ist dann relativ simples, klares Wort, oder? Nichts kompliziert. Ich glaube, das könnte. Ich tue einfach mal die Kreide weg. Ich bin festgelegt, Sie sehen es hier. Wenn es jetzt nicht genau stimmt, dann bin ich, glaube ich, zumindest sehr nah dran. Lothar, wir gucken, was ist nur so zum Warmen werden? Sagen Sie uns mal bitte laut für alle, an welches Wort haben Sie jetzt gedacht? An was ich gedacht habe oder was ich gelesen habe? Was Sie gelesen, gedacht, ja, was war das? Das sind zwei Sachen. Ja, welches habe ich gelesen einmal? Bruder. Das war das erste, der Bruder. Dann haben wir einen Volltreffer. Schauen Sie mal nochmal fürs Foto. Das ist genau. Der Bruder, ganz klare Gedanken. Kommt auch bombig an, merke ich. Ja, vor. Ja, zwischendurch, das haben Sie gedacht, wo man Sachen hat? Ja, wir haben die beiden kombiniert so, ne? Deshalb hatte ich etwas. Der Hubert wird jetzt hier gerade geschminkt. Zu Headhunter. Allein durch das Pudeln mit der Fusion, der wurde ja auch so böse. Ja, ich habe mich größer als ja auch schon.
Jetzt könnten wir den noch so ein bisschen prickeln, dass der so ein bisschen wie aufgesprungen aussieht, fände ich jetzt noch schön. Ja? Dann heißt vielleicht doch noch ist der bei der Runde, oder? Was meinst du, weil das nicht mehr ist? Weil das lasse ich ja wunder an. Sie haben auch wenn du das sagst. Ja, ich habe halt jetzt nur. Achso, das bleibt schon. Ich habe jetzt nur Angst, dass es gespielt. Der bleibt drunter. Das habe ich extra drunter. Ich kann gleich noch runtergehen. Nur das ist dann am Kostüm links. Nee. Schweiz nicht. 1920, Schweiz nicht. Bis Schluss. Sagt er dann. Hallo? Das ist hier die Wasserfahrt, das geht nicht dazu. Viertelstunde etwa. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.